Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Woran denkst du? Wieso? Das ist keine Antwort. Hast du an ihn gedacht? Wie spät ist es? Wie spät es hier auch immer ist, die Zeitverschiebung beträgt 8 Stunden. Wenn es bei uns 12 Uhr Mittag ist, ist es dort 20 Uhr. Es ist aber erst 10. Ich habe ihn eben einen Moment lang ganz deutlich draußen im Garten gesehen. Seit wann hast du Halluzinationen? Mach die Musik aus. Welche Musik? Du nervst, Christoph! Du brauchst dir deswegen nicht gleich auf die Lippen zu beißen, wie Christopher das tut. Ich tue nichts, weil Christopher das tut. Wir sehen uns nun mal verdammt ähnlich. Eine Laune der Natur, was weiß ich. Mach den Rekorder aus. Ich habe ihn nicht angestellt. Ich meine, er läuft gar nicht. Wie bitte? Es ist gar keine Kassette drin. Das sagte ich doch. Dann hast du das Didgeridoo gar nicht gehört? Ich hab nur den Düsen. Geschenkt! Hier. Verdammt nochmal, ich spinne doch nicht. Ich habe die Musik ganz deutlich gehört. Du hast mit offenen Augen geträumt und dir dabei eingebildet, Christopher zu sehen. Ist doch nichts dabei. Christopher ist in Australien. Mir summt's auch manchmal im Ohr. Oh komm, spar dir den Spott, ich ja? Ich spotte doch nicht. Der Klang des Didgeridoo wirkt tiefenentspannt. Wenn die Aborigines an ihren heiligen Stätten seinem Klang lauschen, geraten sie in Trance. Am Growling Rock in der Nähe von Sydney war ich mal bei so einer Zeremonie. Das ist mir unvergesslich. Was heißt hier Trance oder Tiefenentspannung? Die Kassette lief doch gar nicht. Du hast die Musik doch gar nicht gehört. Du hast sie gehört. Du glaubst mir also. Warum nicht? Die einen hören Stimmen, die anderen... Aber ich bin nicht schizophren. Mach doch kein Drama draus. Bitte beruhige dich. Ich habe dir noch nicht gesagt, wie ich ihn gesehen habe. Vielleicht als freischwebende Bilokation, oder ach, wie das heißt? Ach, Mann. Es sah aus, als mache er auf dem Gartenstuhl einen Handstand. Genauer gesagt, als hinge er kopfunter an einem Bungee-Seil. Oh, ich habe plötzlich irre Kopfschmerzen. Soll ich dich massieren, Jaja? Ich brauche frische Luft. Die Terrassentür ist offen. Ich bin ja nicht blind. Au! Die ist wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden. Kommst du mal? Okay, okay. Fällt dir nichts auf? Die Gartenmöbel schreien nach einem Anstrich. Stumm. Was? Schreien stumm nach einem neuen Anstrich. Oh. Really sophisticated. Hörst du, wie der Wind durch den großen Baum rauscht? Aber sag jetzt nicht, oh, wie poetisch, sonst flippe ich aus. Es rauscht ganz schön. Du hörst es also. Klar. Was noch? Was noch? Na, noch etwas. Ich höre etwas, das ich nicht höre. Nämlich, dass kein einziger Vogel singt. Guck mal auf die Zweige und Blätter, Christoph. Das gibt's doch nicht. Die Zweige bewegen sich nicht. Und die Blätter auch nicht. 0,0 Brise. Windstille. Klingt wie auf der Plattform des Cairns Tower im Bungee Center.
Angst, Christoph. Irgendetwas geht hier vor. Du brauchst keine Angst zu haben, Jaja. Am hellen Vormittag spuken keine Geister herum. Komm, setz dich. Nein! Halt mich fest. Glaubt uns kein Mensch. Der Gartenstuhl ist Kleinholz. Zertrümmert. Wie unter dem Gewicht eines zentnerschweren Sandsacks. Wenn ich da gesessen hätte. Jetzt red dir das nicht ein. Aber wie kann sowas denn... Ich habe keine Erklärung. Christoph? Wirklich nicht? Wir müssen uns wehren gegen solche Gedanken. Hörst du, Jaja? Horch. Die Vögel singen wieder. Und die Äste bewegen sich im Wind, als ob nichts gewesen wäre. Wir können doch nicht so tun, als ob nichts passiert wäre. Mein Gott, ein zertrümmerter Gartenstuhl ist doch kein Beinbruch. Mir geht es doch nicht um den Stuhl. Sondern um das Wie und Warum. Da fällt mir eine irre Geschichte ein, die mir Christopher mal erzählt hat. Nein, bitte. Eine wahre Geschichte. Stell dir einen warmen Sommertag vor. Eine Frau sitzt im Garten und liest in einer Illustrierten. Mhm. Jedenfalls wurde das hinterher so rekonstruiert. Wieso denn hinterher? Ja, nachdem man sie erschlagen aufgefunden hatte. Aber es fanden sich keinerlei Spuren, die auf ein Gewaltverbrechen hingedeutet hätten. Nicht die geringsten. Aha. Sicher war nur, dass der Schädel der Frau von einem schweren Gegenstand zertrümmert wurde. Aber wie gesagt, es gab weder irgendein Tatmotiv noch einen Täter. Ja, und wo bleibt die Pointe von Christophers Horrorstory? Also, um es kurz zu machen. Die Frau wurde von einem Eisbrocken erschlagen. Von einem Eisbrocken? Der in der Hitze geschmolzen ist. Bis man die Frau fand, vergingen immerhin 3 Stunden. Und woher stammte dieser Eisblock? Vermutlich aus einer Flugzeugtoilette. Na toll. Infolge einer klimatischen Besonderheit ist dieser Zivilisationsmüll auf seinem Weg vom Himmel zur Erde nicht geschmolzen. Zumindest nicht ganz, sodass er noch genügend Wucht hatte, um die Frau... Naja. Ätzend. Echt ätzend. Und warum erzählst du mir das jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht wollte ich dich bloß auf andere Gedanken bringen. Ausgerechnet. Du kennst Christopher ja. Er liebt makabre Geschichten. Ach, vergiss es einfach. Gemütsathlet. Ich meine, es gibt für die unwahrscheinlichsten Dinge... Die unwahrscheinlichsten Erklärungen. Genau. Aber unser Gartenstuhl wurde ja wohl nicht von einem Eisblock zertrümmert, oder? Nein, ich weiß doch auch nicht... Aber ich weiß! Nämlich, dass es ein Zeichen war. Was denn für ein Zeichen? Ein Zeichen von Christopher. Ich weiß nur nicht, was er mir damit sagen wollte. Vergiss nicht, wir drei haben in Australien einen magischen Bund geschlossen. Magischen Bund? Ja, jedenfalls hat er ihn so bezeichnet. Und für Christopher war das wie eine Art Blutsbrüderschaft. Und als wir ihn allein zurückließen... Aber er wollte ja gar nicht nach Deutschland zurück. Da fühlte er sich von uns verraten. Das stimmt doch nicht. Aber er hat es doch so empfunden. Ihr werdet noch an mich denken. Das schwöre ich euch. So leicht werdet ihr mich nicht los. Was suchst du? Etwas über Doppelgänger. Ah, da steht's ja. Von jeher wurde das Erscheinen von Doppelgängern als höchst bedenklich angesehen. Ja, sogar als Todesdrohung ausgelegt. Jemand sieht entweder seinen Doppelgänger oder sein Doppelgänger wird von anderen gesehen und so weiter und so weiter. Mhm. Dichter wie Goethe, Maupassant und Shelley wollen ihren eigenen Doppelgänger gesehen haben. Auch bekannte historische Persönlichkeiten, darunter Königin Elisabeth I. von England und die russische Zarin Katharina die Große, sind mit ihrem eigenen Doppel konfrontiert worden. Charakteristisch für diese so unheimlich wirkenden Erscheinungen ist,
dass sich dabei offenbar irgendetwas vom physischen Körper des Menschen trennt und außerhalb desselben exterior auftaucht. Wie soll das funktionieren? Hör zu. Sehr oft tritt das Sich-Selbst-Sehen in ernsten Krisensituationen auf. Etwa bei schwerer Krankheit oder in Momenten höchster Gefahr, wo das Erscheinen des Doppelgängers eine Warnung oder ein Alarmzeichen ist. Auch ein desolater psychischer Zustand oder ein Schockerlebnis können den Doppelgänger auslösen. Punkt. Eines hast du bei all dem übersehen. Du hast nicht dich, du hast nicht mich, du hast ihn gesehen, Christopher. Ja, Christopher, der dir zum Verwechseln ähnlich sieht. Ah, gib es zu, du hast gar nicht ihn, du hast mich gesehen. Im ersten Augenblick dachte ich tatsächlich, dass du es bist. Aber 2 Sekunden später wusste ich, dass es Christopher war. Du meinst Christophers Astralexterieur. Ach, von mir aus, nenn es wie du willst, aber mach dich nicht lustig darüber. Ich mach mich nicht lustig, Jaja. Im Gegenteil. Ich müsste lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass auch ich mich ziemlich mulmig fühle. Ein Sinn für das Geheimnisvolle liegt uns wohl beiden im Blut. Ich werde den Augenblick nie vergessen, wo er plötzlich vor uns stand und uns angrinste. Im Zwielicht der Laternen glaubte ich tatsächlich, deinen Doppelgänger zu sehen. Mir blieb fast das Herz stehen. Ich weiß noch. Das war nach unserem Ausflug zum Great Barrier Reef, als wir todmüde auf der Veranda des Youth Hostels hockten und Carlton Cole tranken. Hi. 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 My name is Christopher. My name is Christoph. Oh, really? Ja. Und ich bin, Quatsch, I am Jaja. Ich habe mir gleich gedacht, dass ihr Deutsche seid. Wieso? Weil ich euch vorhin miteinander sprechen gehört habe. Und du heißt wirklich Christopher? Und du heißt wirklich, wie war das? Jaja. Seltsam. Jaja bedeutet auf Sanskrit so viel wie Unabhängigkeit. Sanskrit? So heißt die altindische Schriftsprache. Der Trip nach Indien steht mir noch bevor. Obwohl ich weder auf heilige Kühe noch auf Fakire stehe. Warst du schon? Wir wollten immer nur nach Australien. Ganz so unabhängig bist du wohl doch nicht. Jaja. Fragst du, ob wir zusammengehören? Wir gehören zusammen. Habt ihr euch erst hier in Australien zusammengetan? Oder seid ihr schon zusammen hergekommen? Komm, jetzt setz dich erstmal und trink einen Schluck. Danke. Also, wenn du es genau wissen willst. Das erste Mal sind wir uns in Tasmanien begegnet. Im strömenden Regen auf dem Cradle Mountain. Und dann 2 Wochen später und 1000 Kilometer nördlicher in einem Greyhound nach Mission Beach. Und morgen starten wir zum Bushwalking. Bushwalking? Mhm. Da weiß ich was Besseres. Oh, mein Muskelkater. Komm, wir gehen, Jaja. Fällt euch gar nichts auf? Ihr seid gleich groß, habt die gleiche Figur? Er hat mehr Muskeln. Den gleichen Haarschnitt? Haarschnitt nennst du das? Ihr seht aus wie Brüder. Christophs Haare sind heller. Außerdem hat er blaue Augen und ich dunkle. Ja, aber das sind doch Details. Dem optischen Eindruck nach könntet ihr eineiige Zwillinge sein. Um Klarheit zu gewinnen, habe ich mich entschlossen, die Story von Jaja, Christopher und Christoph niederzuschreiben. So gut ich es vermag, ich bin kein Dichter. Das ganze Ähnlichkeitsgetue ging mir von Anfang an ganz schön auf die Nerven. Die Natur hatte sich mit uns einen Streich geleistet. Wir haben es genauestens durchgecheckt. Es gab keinerlei verwandtschaftliche Verbindungen zwischen uns Männern. Nicht die geringsten. Und ehrlich gesagt, so ähnlich fand ich uns beide gar nicht. Natürlich war es komisch, oder besser gesagt ungewöhnlich, dass ausgerechnet in Australien, in Queensland, 2 Burschen zusammentreffen, die man für Zwillinge hält, obwohl sie es nicht sind. Zugegeben, manchmal fand ich es auch ganz amüsant, wie wir unsere Twin-Number abzogen. Am meisten hat sich Jaja darüber amüsiert, bis... Aber ich möchte nicht vorgreifen. Christopher belegte uns sofort mit Beschlag. Total. Schon am Morgen nach unserer ersten Begegnung stellte er uns vor vollendete Tatsachen. Unsere Zustimmung voraussetzend, hatte er für uns 3 im Office des Bungee Centers eine Busfahrt zum 15 Kilometer entfernt liegenden Cairns Tower gebucht, von dem man sich aus 44 Meter Höhe kopfüber in die Tiefe stürzen kann.
während man an den Beinen an ein Gummiseil gefesselt ist. Hier brauchst du keinen Stoff. Weder Koks, LSD noch Speed. Unsere Psychodroge ist der Big Jump. Wenn ich oben vom Sprungturm abhebe, dann kommt der große Flow, wow. Und wenn du lang genug dabei bleibst, dann schaffst du eines Tages auch den Magic Jump. Ich bin doch nicht verrückt, aus 44 Meter Höhe einfach so in die Tiefe zu springen. Nicht einfach so, sondern an einem Gummiseil, dessen Zugkraft exakt auf dein Körpergewicht abgestimmt wird. You'd be crazy not to. Mann, ich hab einfach Schiss. Die hat jede vor dem ersten Mal. Du lachst wie ein Kookaburra. Falsch. Der Kookaburra lacht wie ich. Darum hat man dem Vögelchen auch den Spitznamen Lachender Dummkopf verpasst. Ach nee. Machst du auch mal den Mund auf? Was ist mit dir? Du als meine bessere Hälfte willst du mir verkneifen. Bessere Hälfte nannte mein Vater meine Mutter. Von uns beiden bist du die bessere Hälfte. Sonst würde Jaja ja mich und nicht dich lieben. Liebe ist keine Einbahnstraße. Was meinst du damit? Ach, vergiss es. Ich hole mir meine Endorphine beim Bungee-Jump. 5, 4, 3, 2, 1. Flashback. Das ist der pure Wahnsinn. Einen irren Augenblick lang glaubst du, schwerelos in der Luft zu fahren. Dann rast du wie ein Stein aufs Wasser zu. Das spitzt die Nerven an. Am unteren Umkehrpunkt reißt dich das Gummiseil wieder hoch. Die Körperbelastung beträgt maximal das 2,5-fache der Erdbeschleunigung. Und dann saust du schon wieder kopfüber in das Nichts. Kopf in den Nacken legen, sonst fällt dir womöglich ein Auge heraus. Und noch einmal zischst du in die Höhe, um erneut wie ein kaputter Fahrstuhl in die Tiefe zu stürzen. Während du auspendelst, kommt schon das Schlauchboot mit dem langhaarigen, kurzbehosten Erzengel heran, der dich vom Seil nimmt und birgt. Glaubt mir, Freunde, es ist immer dasselbe. Zuerst Angst, dann die Faszination der Selbstüberwindung. Zuletzt gesteigertes Selbstbewusstsein. Dem Schrecken folgt das Hochgefühl. Und wenn du dir sagen kannst, I did it, wirst du auch sagen, I do it again. Get the smile. Big Brother's watching. Yes, every bungee jumper is captured on video by our dedicated team of professionals. The video you can watch straight after your jump. Make sure you check out your superhero form. Impress your friends. And don't forget to buy the ultimate status symbol, the bungee t-shirt. Und jetzt machen wir uns an die Turm besteigen. 5, 4, 3, 2, 1. Hier habe ich's. In meinem Tagebuch. 17. August. Das werde ich nie vergessen. Im Bus benahmen wir uns total albern. Wir lachten über alles und nichts. Plötzlich zeigte uns der Driver den Bungee Tower, der sich linker Hand über den Regenwald erhob. Seine Plattform schien hoch über den Baumkronen zu schweben. Verdammt hoch. Selbst aus der Ferne. Unbelievable. Als wir ankamen, wagte ich kaum aufzuschauen. Über einem ovalen, künstlichen Teich ragte wie ein Triumphbogen auf Riesenstelzen das Stahlgerüst des Tower in den kalten Himmel. Ich fragte mich, was ich überhaupt hier zu suchen hatte. I was mad. Crazy. Ganz blass warst du beim Wiegen. Das Körpergewicht wurde uns auf die rechte Hand gemalt. Aber erst hast du die Tickets gekauft. $95 für den ersten Sprung. Christopher hat mir das Geld nie zurückgezahlt. Dann quälte ich mich mit Puddingknien im Zickzack die Treppe hoch. Als ich keuchend auf der Aussichtsplattform stand, blickte ich statt in die Tiefe sehnsüchtig in die Ferne, wo hinter den dichten Baumkronenwolken ein schmaler Küstenstreifen im Sonnenlicht leuchtete. Ich habe tatsächlich Baumkronenwolken geschrieben. Ist doch ganz gut. Auf der Aussichtsplattform mischte ich mich unter die Bungee-Freaks. Nach einer Weile gewöhnte ich mich an die Tiefe, aber ich fühlte mich total allein. Man liest doch weiter. Bevor Christopher zum Strapper ging, hängte er mir einen Talisman um den Hals. Diesen kleinen Bumerang habe ich einem eingeborenen Medizinmann vom Hals weg gekauft. Das schwarze Holz symbolisiert den Lebensbaum. Und die Silberkanten, das Element des Mondes. Für Jaja, die Unabhängige, von einem Abhängigen.
Damals habe ich nicht gewusst, was er damit meinte. Und heute? Du wolltest doch wissen, was ich geschrieben habe. Also, weiter im Text. Ich verfolgte die Sprünge meiner Jungs. Was für eine idiotische Formulierung. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Aber es gab kein Zurück für mich, keine Flucht und keinen Ausweg. Ich musste springen. Um meinen Eltern einen Abschiedsbrief zu schreiben, war es zu spät. Während der Strapper mir die Knöchel abpolsterte und um die Polsterung die Schlingen legte, die mich mit dem Gummiseil, dem Bungee-Cord, verbanden, sah ich wie gebannt in seine blauen Augen. Ich dachte, entweder überlebst du den Sprung oder nicht. Also ergreif die Chance und sage das, worauf du Lust hast. Von dem Jungen hast du mir nie etwas erzählt. Tja, dann hör zu. Er war groß, total durchtrainiert und hatte sein langes, dunkelblondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ein irrer Typ. Ist mir gar nicht aufgefallen. Typisch Mann. Kurz und gut, ich sagte ihm, dass ich, wenn ich in seine blauen Sternenaugen sehe, so habe ich das damals empfunden, viel ruhiger sei. Oh no, rief der andere Strapper. Sag das nicht zu ihm, er kann damit nicht umgehen. Ich dachte, ich sei fertig und hüpfte mit gefesselten Füßen zum Absprung. Halt! Ein Arm riss mich zurück. Glück gehabt. Ich war noch nicht dran. Noch 60 Sekunden, dann war es soweit. Nun packte mich ein unglaubliches Gefühl. Ein amazing feeling. Ich wurde fast verrückt. Alles war total irreal und real zugleich. Unbeschreiblich aufregend. Da stand ich neben dem Strapper mit den schönsten blauen Augen der Welt, hörte ihn zählen. 5, 4, 3, 2, 1. And I jumped. An excellent jump! Du warst fantastisch, Jaya. Kein Wunder bei dem Talisman, der dich mit mir verbindet. Das Video kannst du dir später ansehen. So, Freunde, jetzt heißt es keine Müdigkeit vorschützen. Da der zweite Jump nur $15 kostet, klettern wir gleich wieder den Turm hoch. We did it and we do it again! Tja. Und dann wagte ich mit Christopher meinen ersten Tandemsprung. An ein und demselben Seil, Rücken an Rücken, nur mit den Ellenbogen fest ineinander verhakt. Das war der absolute Psychohammer, bei dem der Körper nicht mehr wusste, wie er mit dem Adrenalinstoß fertig werden soll. Das wollte ich auch mal erleben. Und dann würfelten wir darum, wer dein Tandempartner werden sollte. Christopher hat natürlich gewonnen. Mir war völlig klar, dass er gemogelt hatte. Aber ich verstehe jetzt, dass man beim Bungee-Jumping zum Serientäter werden kann. Er war süchtig danach. Hm. Wie besessen. Weißt du noch, als wir abends in Streamtime kamen? Toller Name für eine Jugendherberge. Da war ich fix und alle und wollte nur noch meine Ruhe haben. Aber Christopher wollte ja unbedingt den Einstand beim Bungee-Jumping feiern. Und da haben wir den Tequila und den Tetrapack Rotwein gekauft. Nicht zu fassen. Das alles ist kaum einen Monat her. Als ihr vom Einkaufen zurückkamt, wollte Christopher unbedingt eine Blutsbrüderschaftszeremonie veranstalten. Und du warst strikt dagegen. Ja, na logisch war ich dagegen. Wer schließt denn heutzutage Blutsbrüderschaft? Sollte ich vielleicht sagen, aber erst nach dem AIDS-Test, bitteschön. Wir hatten alle ganz schön einen in der Krone. Jedenfalls, was du da so zusammengeredet hast. Ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten. Ich liebe euch alle beide. Beide zusammen, aber keinen einzeln. Verstanden? Dann werden wir jetzt anstelle der Blutsbrüderschaft einen magischen Pakt schließen. Oh ja. Jeder von uns muss eine kleine Haarsträhne opfern, die wir mit einer Nagelschere in Millimeter kleine Stückchen schneiden. Alsdann werde ich sie in einer Zündholzschachtel ordentlich durcheinander wirbeln. Und dann? Und dann? So wie diese Opferhaare von uns drei sich in diesem Gefäß nicht mehr voneinander trennen lassen, soll auch unsere Freundschaft unzertrennlich sein. Was nach dieser komischen Zeremonie passierte, weiß ich nicht mehr. Trotz deiner untrennbaren Liebe zu uns beiden bist du nur mit der Videokassette von deinen zwei Bungee-Jumps ins Bett gegangen.
Ich weiß nur, als ich am nächsten Morgen aufwachte, lagt ihr beide als treue Wächter links und rechts von meinem Bett auf dem Boden in euren Schlafsäcken, obwohl 4 Betten in dem Zimmer standen. Erinnerst du dich noch an Mitternacht? Ja, allerdings. Außerdem erinnert mich die Narbe daran, die ich davon zurückbehalten habe. Jaja? Nein, ich kann nicht. Hilfe! Jaja, ganz ruhig. Du hast so geträumt. Es ist alles gut. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Ringelt. Eine Schlange, die sich immer enger und enger zusammenzieht. Ich wollte sie wegreißen, aber ich getraute mich nicht, sie anzufassen. Ihre gespaltene Zunge sah aus wie 2 Flammen. Bevor sie mir die Luft völlig abschnürte, griff ich in voller Panik zu und riss sie mir vom Hals. Wo ist Christopher? Der schläft wie ein Stein. Du hast dir die Taufkette vom Hals gerissen. Was? Deine Taufkette, du hältst sie noch in den Fingern. Aber die Lederschnur mit dem Bumerang ist noch da. Soll ich Christopher wecken? Nein, bloß nicht. Ich mach nicht. Nein! Nimm die Taschenlampe. Ich habe Schmerzen über dem Brustbein. Es brennt höllisch. Du hast dich verbrannt. Wann und wo soll ich mich denn verbrannt haben? Deine Haut ist feuerrot, eine kreisrunde Stelle. Sie ist genauso groß wie das goldene Amulett an meiner Taufkette. Das gibt's doch gar nicht. Du siehst doch, dass es das gibt. Und wie erklärst du dir das? Dafür gibt's keine vernünftige Erklärung. In der Reiseapotheke haben wir ein Gel. Und wo ist die Reiseapotheke? Frag mich was Leichteres. Spucke hilft auch. Die ganze Sache bleibt unter uns. Kein Wort zu Christopher, versprochen. Versprochen. Ich glaube nach wie vor, dass sich die Lederkordel mit dem Bumerang-Anhänger in meinem Traum in die Schlange verwandelt hat. Von ihr wollte ich mich befreien. Aber stattdessen hast du die Taufkette zerrissen. Die ich seit vielen Jahren um den Hals trage. Du wolltest während der Reise ja nie darüber sprechen. Erinnerst du dich, ob du damals, tagsüber vielleicht, mit halbem Blick tatsächlich eine Schlange gesehen hast? Nicht, dass ich wüsste. Ich verstehe zwar nicht viel von Traumdeutung, aber zunächst gilt die Schlange doch als ein Symbol der Versuchung, oder? Nach Sigmund Freud handelt es sich vermutlich um eine sexuelle Versuchung. Verschon mich damit. Aber du hast an diesem Abend mehrfach erklärt, dass du uns beide liebst, Christopher und mich. Wie oft willst du mir das eigentlich noch vorhalten? Ich war beschwipst. Vielleicht befand ich mich nach den beiden Sprüngen auch in einer Art Euphorie. Nein. Diese Traumschlange, die stellte eine Warnung dar. Vor wem? Die Schlange symbolisierte das Bungee-Seil, das sich wie eine Schlange dehnen und wieder zusammenziehen kann. Bist du deshalb nie mehr vom Tower gesprungen? Ich bin nicht mehr gesprungen, weil der heidnische Talisman über das christliche Amulett gesiegt hatte. Das war und ist mir bis heute unheimlich. Jetzt weiß ich, dass man nie 2 sogenannte Glücksbringer zugleich tragen darf, weil sie sich entweder gegenseitig aufheben oder negativ aufladen können. Die Narbe sieht man tatsächlich noch. Ja. An manchen Tagen glüht sie wie eine kleine Sonne. Warst du nie beim Arzt? Bei der Hautärztin. Die Diagnose reichte von klimabedingter Schmuckallergie bis Achselzucken. Ich weiß jetzt, dass es Christophers Talisman war, der das bewirkte. Der muss magische Kräfte haben. Ich glaube schon, dass man durch so ein Geschenk auch die Bewusstseinslage eines Menschen beeinflussen kann. Und genau das hatte Christopher vor. Und er hat uns beeinflusst. Manchmal sah er mich an, als wolle er mir mit seinen Augen Löcher in die Haut brennen. Singing in our dreams, can only get better.
Three, two, one, jump! Christopher! Was ist? Jaja? Er war wieder da. Ich habe ihn wieder im Garten gesehen. Was? Er schien irgendwie durchsichtig. Wie ein pulsierender Nebelkörper. Ich glaube, dass er uns etwas mitteilen wollte. Etwas Wichtiges. Du meinst, dass er dir etwas Wichtiges mitteilen wollte? Ich habe ihn nicht gesehen. Diese Musik war auch wieder da. Was soll denn das alles bedeuten? Die reglosen Blätter im Wind, der zertrümmerte Stuhl, meine brennende Narbe. Lass dich nicht verrückt machen. Du machst es dir verdammt leicht, Christoph. Wir können dieses spukhafte Treiben doch nicht einfach verdrängen. Liebe ist keine Einbahnstraße. Wie bitte? Das hast du im Dreamtime am Abend unserer ersten Bekanntschaft gesagt. Das muss er gründlich missverstanden haben. Es muss für ihn wie eine geheime Aufforderung geklungen haben. Jedenfalls legt er unseren magischen Bund als eine Art Rechtsanspruch auf dich aus. Er hütete das Schächtelchen mit den vermischten Haaren wie eine Reliquie. Dass alles nur einer Alkohollaune entsprang, wollte er einfach nicht wahrhaben. Glaubst du das wirklich? Natürlich. Ich glaube sogar, Christopher wollte mich umbringen. Soll das jetzt ein schlechter Witz sein? Nein. Er versuchte mich wiederholt zu überreden, mit ihm den berühmten Sprung der Brüder Kockelmann zu trainieren. Wobei Trainieren eine sehr großzügige Auslegung ist. Wenn es nämlich beim ersten Mal nicht klappt, ist es Sense. Feierabend. Das Sensationelle an ihrem Sprung ist, dass nur einer von ihnen mit dem Bungee-Seil sicher an der Brücke befestigt ist, während der andere ohne jede Sicherung bleibt. Er wird lediglich mit einer festen Umklammerung von seinem Bruder gehalten, in der Absicht, ihn genau in dem Augenblick loszulassen, in dem beide ins Wasser eintauchen. Boah, da kriege ich ja eine Gänsehaut. Der kleinste Fehler im Timing und die beiden Brüder erschlagen sich gegenseitig. Das wollte Christopher ausgerechnet mit dir probieren? Vielleicht wollte er mir auch nur Angst machen, sich aufspielen oder mich als Feigling vor dir hinstellen. Da dieser Sprung technisch nur von einer Brücke auszuführen ist, nahm ich die Sache eh nicht allzu ernst. Aber dann passierte Folgendes. Du erinnerst dich doch, dass er mit mir allein zum Cairnstower wollte. Ja. Er bestand darauf, mich zu einem Sprung einzuladen. Mir fiel auf, dass sein Gesicht die ganze Zeit über merkwürdig starr und angespannt aussah. So als versuche er sich mit aller Macht auf etwas zu konzentrieren. Wie ein Hypnotiseur, verstehst du? Mir wurde ein bisschen mulmig zumute. Die ganze Zeit hielt er sich in meiner Nähe auf, sagte aber kein einziges Wort. Nach dem Sprungkommando des Strappers sprang ich mit weit ausgebreiteten Armen vom Sprungtisch. In dem Augenblick, wo ich wie ein Vogel waagrecht in der Luft schwebte, fühlte ich einen Schlag, als sei Christopher mir nach und geradewegs auf den Rücken gesprungen. Ich spürte förmlich, wie er sich an mir festklammerte. Ich geriet in Panik, ich sah den schwarz-grünen Teich auf mich zurasen und dann klatschte ich auch schon ins Wasser. Nicht bis zu den Oberarmen, wie üblich, sondern bis über die Knöchel. Während mir die Luft ausging, zog mich das Seil wie in Zeitlupe nach oben. Im Wasser löste sich das Gewicht von meinem Rücken. Ich hatte das Gefühl, ein schwerer Rucksack würde von meinen Schultern genommen. Zweimal schwang ich noch auf und nieder, wie das bei einem normalen Sprung üblich ist. Nach der Bergung durch das Schlauchboot war ich dann natürlich ziemlich wütend. Also fragte ich, weshalb man die Seillänge falsch berechnet habe. Aber man versicherte mir, dass sie exakt auf mein Körpergewicht eingestellt war, das deutlich auf meinem Handrücken vermerkt stand. Und du glaubst, dass Christopher etwas damit zu tun hatte? Hast du ihn zur Rede gestellt? Nein, er war wie vom Erdboden verschwunden. Unauffindbar, ich fuhr dann allein ins Streamtime zurück. Erst am Abend vor der Disco tauchte er wieder auf. Mann, Mann, Mann. Die reinste Energieverschwendung. Da legt ein DJ eine CD auf und 100 Girls und Boys rackern sich auf zwei Etagen ab, dass der Schweiß in Strömen fließt. Wenn du diese Energie bündeln und auf einen Punkt richten würdest, könntest du einen Krater in die Erde sprengen. Und wozu wäre der Krater gut? Mich interessiert dabei nur die Energieverschiebung. Wie meinst du das? Naja, ich habe da so eine Theorie. So wie es im Weltraum die schwarzen Löcher gibt, existieren auch auf unserem Planeten Schleusen zu anderen Welten oder so. Über Afrika, über Kenia zum Beispiel, soll sich in 20.000 Kilometer Höhe so ein Loch befinden, in dem das Magnetfeld und das elektrische Feld der Erde nicht existieren. Ach komm, wer behauptet denn das? Ein amerikanisches Experiment mit dem Namen Argus hat die Beweise dafür geliefert. Durch so eine Schleuse könnte zum Beispiel die Energieübertragung von einer Welt zur anderen funktionieren.
Vielleicht auch die Materialisation von fester Materie. Es gibt solche Löcher auch im Meer. Löcher im Meer? Der magische Rhombus. Oder das Todesdreieck von Bermuda, in dem Schiffe mitsamt ihren Besatzungen spurlos verschwinden. Ach was? Das ist nicht gesponnen. Das sind Tatsachen. Und wo setzt deine Theorie an? Wenn es solche Löcher im Universum und im Meer gibt, muss es sie auch im Schoß von Mutter Erde geben. Ich rede nicht von dem tiefsten Bohrloch, das gerade in Deutschland entsteht. Ich rede von magischen Kanälen. Und wie findet man solche magischen Kanäle? Indem man seinem magischen Instinkt folgt. Herr, was würde denn passieren, wenn man in so ein Loch eintauchen würde? Du musst den Mut haben zu springen. Kopf über hineinzuspringen. Dann hast du den Big Jump geschafft. Dann erst bist du der wahre Bungee King. Jungs, mir ist kalt. Ich will in die Disco. Da läuft jetzt aber gleich die Whitewater Rafting Videoshow. In der Disco? Hoffentlich sehe ich nicht wieder einen Toten im Schlauchboot. Wieso denn einen Toten? Genau genommen, als ich ihn im Schlauchboot durch die Strudel des Johnston River raften sah, hat er noch gelebt. Obwohl er auf dem Video einen Helm aufhatte. Wir haben es später überprüft. Sah ich ihn barhäuptig, mit einer klaffenden Wunde auf der Stirne und blutüberströmtem Gesicht. Ja und? 2 Tage später ist er tödlich verunglückt. Ich habe das Loch in der Erde gesehen, das seine Endstation war. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du den Barmann in der Disco fragen. Mit dem habe ich um eine Flasche Tequila gewettet. Nee, ich glaub dir schon. Oh Mann. Langsam wirst du mir unheimlich. Unheimlich bin ich mir mitunter selbst. Kommt. Christoph? Mhm. Hast du den Barmann gefragt? Mit schlechtem Gewissen. Aber die Katastrophe hat sich wohl genau so zugetragen, wie Christopher sie uns geschildert hat. Der Mann stürzte bei der Fahrt durch einen Strudel aus dem Boot und zerschmetterte sich an einem Felsblock den Schädel. Ja, aber trug er denn keinen Helm? Schon. Aber er hatte das Kinnband nicht fest genug angezogen, sodass er ihn verlor. Glaubst du, dass Christopher die Fähigkeit des zweiten Gesichts hat? Ich glaube eher, dass er, seit sich diese Sache herumgesprochen hat, den Mann mit dem zweiten Gesicht zu spielen versucht, um seine Finanzen aufzubessern. Es gibt noch andere neugierige Touristinnen in Cairns, die einen Blick in die Zukunft riskieren wollen. Allmählich beginnt der Junge, mich nervös zu machen. Manchmal, also wenn er mich so ansieht, dann beginne ich sofort zu überlegen, was für ein Keinsmal er an mir entdeckt hat. Falsche Erwartungshaltung führen zu falschen Reaktionen. Das ist gefährlich, du musst dich davon freimachen, Jaja. Vergiss nicht, Christopher genießt es geradezu, Abhängigkeiten zu schaffen und über andere zu bestimmen. Ich fürchte, dass er in der Wahl seiner Mittel brutaler ist, als wir uns vorstellen können. Angenommen, er würde uns abraten, in 2 Tagen nach Alice Springs zu fliegen. Was würdest du tun? Natürlich fliegen. Ich lasse mich doch nicht zum Sklaven machen von irgendwelchen Spekulationen. Und du? Würdest du bei ihm bleiben? Na, was heißt denn bei ihm bleiben? Wahrscheinlich würde ich einen Tag später fliegen. Oder ihn bitten, mitzukommen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er sich wie du anzieht? Ach, hier rennen doch alle in Jeans rum. Wenn du ein blaues T-Shirt trägst, hat er auch ein blaues an. Wenn du weiß trägst, trägt er auch weiß. Er betont eure Ähnlichkeit. Irgendetwas führt er im Schilde. Hi. Da seid ihr ja. Hi. Na, das ist aber ein Zufall. Was? Na, dass wir uns hier treffen. Wir sind erst im Trinity Wharf herumgestromert, dann auf der Esplanade. Und jetzt tun mir die Füße weh. Ich weiß. Ich meine, ich weiß immer, wo ihr seid. Intuition. Versteht ihr? Intuition. Tja, jetzt geht's bald ans Abschied nehmen. Wieso? Na? Schweigt deine Intuition? Ah, ihr meint, dass ihr für übermorgen einen Flug nach Alice Springs gebucht habt. Und zwar nicht bei der Qantas, sondern bei der NZ.
Sag mal, spionierst du uns hinterher? Warum bleibt ihr nicht hier? Wir machen ein paar super Jumps vom Bungee-Turm. Ich kann euch da noch eine Menge Tricks zeigen. Und wenn ich hasse diesen Bungee-Turm. Von Alice Springs wollen wir zum Ayers Rock. Diese Tour macht jeder 0815-Tourist. Dort gibt es mehr Japaner als Kängurus. Aber der Uluru-Nationalpark... Uluru ist das Aborigine-Wort für Ayers Rock. Er ist ein Heiligtum der Ureinwohner, das ihnen erst Mitte der 80er Jahre nach heftigen Diskussionen zurückgegeben wurde. Jetzt fließt ein Teil der Einnahmen endlich den Stämmen zu. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich interessiere mich vor allem für die Aborigine-Felszeichnung. Der Uluru ist ein Ort mit mythischem Gedächtnis, heißt es. Heißt es. Und was weißt du über Churingas? Churingas? Das sind totemartige Holz- oder Steinstücke, die die Aborigines als heilige und magische Objekte verehren. Ist der Boomerang-Anhänger, den du mir geschenkt hast... Ich habe ihn zwar einem Buschmann vom Hals weggekauft, aber wenn er ein Churinga wäre, wärst du bereits tot. Für Frauen und Kinder ist der Anblick bei Todesstrafe verboten. Nach dem Uluru, was macht ihr dann? Dann geht's nach Sydney und über Bangkok nach Hause zurück. Das Semester fängt an. Und mir blühen 6 Monate Praktikum. Ihr seid Verräter. Wir haben einen Pakt geschlossen. Der gilt doch auch für Deutschland. Du kannst jederzeit... Ihr werdet noch an mich denken. Das schwöre ich euch. So leicht werdet ihr mich nicht los. Wenn wir ehrlich sind, glich unsere Abreise einer Flucht. Obwohl Christopher sich zuletzt betont cool gegeben hat. Trotzdem werde ich seinen Blick nie vergessen, als wir... Da fällt mir was ein. Hm? Wo ist deine Taufkette mit dem Amulett? Die Kette habe ich löten lassen. Sie liegt in meiner Kramkiste. Hol sie mal. Jetzt? Ja, ich möchte was ausprobieren. Hier. Ich leg sie dir um. Die Lederkordel mit dem Bumerang musst du natürlich abnehmen. Damit Wünsche nicht zu Verwünschungen werden. Und was nun? Am besten, du hängst die Kordel an die zersplitterte Lehne des Gartenstuhls. Wie der Herr befehlen. Und weiter? Wahrscheinlich wirst du mich gleich auslachen. Wieso? Ja, bitte? Was soll denn das? Hallo? Hallo? Hast du keine Trillerpfeife? Das wirkt Wunder. Ich finde das nicht sehr komisch. Entweder machen sie den Mund auf oder sie können mich mal. Das war deutlich. Ach, weil's wahr ist. Ey, mich juckt's. Kratzen verboten. Aber das gibt's doch nicht. Die Narbe ist weg. Tatsächlich. Kaum mehr was zu sehen. Wie verblasst. Die Haut ist glatt und glänzend. Nur nicht so braun gebrannt wie das übrige Dekolleté. Ich werd verrückt. Im Grunde ist die ganze Sache enttäuschend einfach. Da bin ich aber gespannt. Willst du es wirklich wissen? Na, und ob ich es wissen will? Ich habe in 2 Nächten hintereinander das geträumt, was gerade geschehen ist. Geträumt? Bloß geträumt, ja. Hörst du auch Musik? Na klar, der Tape Recorder läuft. Hallo? Wenn Sie jetzt wieder... Wir haben es schon mehrfach versucht, aber die Leitung stand nie. Ich wollte Ihnen nur sagen, Christopher ist verunglückt. Verunglückt? Hat es ihn schlimm erwischt? Er ist tot. Oh Gott. Bevor er gesprungen ist, hat er mir eine alte Zündholzschachtel mit ihrer Telefonnummer in die Hand gedrückt. Aber es sind nur Haare drin. Klein geschnittene Haare. Aber ihr habt doch bis jetzt den absoluten Sicherheitsrekord gehalten. Wann ist das denn passiert? Um 18 Uhr, Ortszeit. Da war es bei uns 10. Genau als der Gartenstuhl zertrümmert wurde. Hallo? Hallo, sind Sie noch dran? Ich kann Sie wieder hören. Wie ist das denn passiert? Christopher ist ohne Bungee-Seil gesprungen. Für einen Sprung aus 44 Meter Höhe ist unser Staubecken zu wenig tief. I'm really sorry. Vielen Dank für den Anruf. Hallo, hallo?
Ja? Da ist noch etwas. Wir haben ihn nicht gefunden. Was heißt nicht gefunden? Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Er ist nicht... Aber sowas gibt's doch nicht! Hallo! Er kann doch nicht einfach... Ich muss an die frische Luft. Geht es dir wieder besser? Hat es geregnet? Nein. Im Garten ist alles trocken. Aber um den zertrümmerten Gartenstuhl herum ist alles feucht. Wie ist das möglich? Sieht aus wie eine große Pfütze. Deine Stimme klingt plötzlich wie die von Christopher. Wirklich? Wieso versuchst du, ihn nachzuahmen? Ich ahme ihn nicht nach. Was ist das denn? Aus den Fugen zwischen den Terrassensteinen dringt... Oh Gott! Du musst ja nicht hinschauen. Aber es sieht aus wie... Es ist... Blut. Blut? Erinnerst du dich nicht mehr daran, was ich gesagt habe? So wie diese Opferhaare von uns dreien sich in diesem Gefäß nicht mehr voneinander trennen lassen, soll auch unsere Freundschaft unzertrennlich sein. Das hat Christopher gesagt! Merkst du es noch immer nicht? Ich habe es geschafft. Was hast du geschafft? Den Magic Jump. Ich habe es doch geschworen. So leicht wirst du mich nicht wieder los. Magic Jump, Hörspiel von Jörg Liebenfels. Die Rollen und ihre Sprecher waren Jaja Nina Weniger, Christoph Sebastian Rudolf, Christopher Hans-Jörg Krumpholz und die Stimme vom Sprungturm Charles Urban. Ton und Technik Karl-Heinz Stoll und Steffi Eisele. Regieassistenz Maria Omer. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.